Was war eigentlich der Zündfunken? Was hat dich eigentlich zum TV gebracht damals? Im Grunde genommen hat es mir nicht gefallen, wie die Fußballer in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Das war damals noch eine Zeit, als die Hektiker, vor allem den Toni Polster und andere Fußballer so parodiert haben. Dann ist es natürlich recht lustig, aber jeder stinkt und all diese Dinge hat es ja früher immer wieder geheißen. Und ich habe sehr viele Fußballer kennengelernt, die abseits der Kamera sehr wohl recht Wifi-Burschen waren oder sind. Und auch die Art und Weise, die Fragen, die man ihnen stellt, also dass man sie mehr ernst nimmt, dass das gesellschaftlich mehr akzeptiert wird. Mittlerweile ist es ja auch so, dass damals war das nicht so gegeben, dass man mit Anzug und Krawatte zu einem Fußballspiel geht. VIP-Clubs, VIP-Boxen oder Logen sind da erst dann aufgekommen. Und das war mit ein Grund, warum ich zum Fernsehen gegangen bin, weil ich einfach die Darstellung der Fußballer oder das Image der Fußballer versuchen wollte zu verbessern. Also du hast gefunden, das ist damals in den Medien anders repräsentiert worden eigentlich und du wolltest das verbessern, ja genau. Ja, für mich war das so, dass Fußballer sehr reduziert worden sind. Und das wollte ich irgendwie ändern. Ich wollte eben schon damals einen Blick hinter die Kulissen werfen, weil es ist natürlich für jeden, der zum ersten Mal vor der Kamera steht und ein Interview gibt, eine ungewohnte Situation. Und das war für viele Fußballer auch, wenn sie jung waren oder jung sind, ist es eine ungewohnte Situation, Interviews zu geben. Und nicht nur Fußballer machen dabei Fehler, sondern ich bin im Coaching-Bereich auch tätig, beziehungsweise im Kommunikationstraining und ich habe CEOs interviewt, ich habe Ärzte interviewt und da gab es auch einige, die vor der Kamera gestorben sind. Und deshalb ja, habe ich mir gedacht, warum das nicht ein bisschen ändern? Jetzt gibt es ja einige, die dich interviewen wollten, damals auch, weil du ja selber im Profifußball gespielt hast. Naja, die Anfrage der Interviews zu meiner Person haben sie als Fußballprofi in Grenzen gehalten. Aber ich bin in der Schülerliga relativ oft interviewt worden, damals schon. Wir haben die Schülerliga 1980, glaube ich, war das gewonnen mit der Sporthauptschule Tulln. Ist im Fernsehen dann übertragen worden. Sigi Bergmann hat das Finale kommentiert. Das war im Fernsehen. Wir haben in Klagenfurt gespielt, dann im Stadion gegen BAG Strebersdorf, glaube ich. Und es war wirklich so, dass, glaube ich, zwei oder drei, ja, drei Spieler dieser Mannschaft dann zumindest zweite Bundesliga und zwei davon erste Bundesliga gespielt haben, nämlich Rosenegger Manfred bei der Austria, bei St. Pölten auch und bei der Admira und mit mir eben beim Wiener Sportclub. Auf der einen Seite gibt es also die Interviewanfragen für dich tatsächlich damals. Auf der anderen Seite hast du selber auch die Position eines Interviewers eingenommen. War es deswegen auch für dich an der Zeit, ins TV zu wechseln, weil du als ehemaliger Profi oder damals noch als Profi leichteren Zugang auch hattest zu den Spielern selber, um Interviews mit denen zu führen? Ich habe damals Publizistik, Politikwissenschaft studiert, neben meiner Fußballkarriere und habe auch unter anderem jemanden kennengelernt, der im Beratungsbereich tätig war. Der hat unter anderem den Schweizer Bundesrat gecoacht, Politiker gecoacht und da habe ich halt spannend gefunden, dass man auch sehr viel das Image verbessern kann an der ganzen Branche.